An der Hochschule München hat für die Studentinnen und Studenten heute das neue Semester begonnen. Am sogenannten Ersti-Tag gab es eine Einführung in den Uni-Alltag. Die Vorfreude bei den Studierenden ist groß. Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt, die ganzen neuen Leute kennenzulernen. Ich bin ganz alleine hergekommen, ich kenne hier auch eigentlich gar keinen. Ich freue mich tatsächlich ziemlich sehr, dass das Campusleben jetzt wieder richtig losgeht hier bei uns an der Hochschule München. Wir freuen uns, dass wir endlich auch mal wieder einen geregelten Erstsemestertag hier durchführen können überhaupt. Und wir freuen uns einfach auch mal wieder neue Gesichter hier in der Hochschule sehen zu können. In den letzten Semestern standen in den Unis und Hochschulen vor allem Vorlesungen in Distanz auf dem Programm. Im Hinblick auf die Corona-Pandemie und die Energiekrise wird in einigen bayerischen Universitäten weiter über Online- oder Präsenzunterricht diskutiert. Wissenschaftsminister Markus Blume hat die Neuankömmlinge heute besucht und ihnen Mut gemacht. Mein großer Wunsch, aber gleichzeitig auch mein Versprechen ist, dass es ein Wintersemester der Normalität werden soll. Corona war eine sehr schwierige Zeit, gerade auch für die Studierenden in Bayern. Und wir dürfen nicht zulassen, dass jetzt der nächste Schatten sich drüber legt mit Energie. Deswegen die klare Zusage und auch Vereinbarung mit den bayerischen Hochschulen, es wird ein Wintersemester der Normalität werden. Das Studium ist für viele ein wichtiger Lebensabschnitt. Zur Motivation und Unterstützung gab es für die Studierenden deshalb noch eine Portion Startfutter.